Die schöne Lotta, die kann ja wirklich froh sein, genau wie dein Kumpel, dass ihr keine Probleme mit Hüftgelenksdysplasie habt und so gesund seid. Denn das ist ja eine Erbkrankheit, liebe Zuschauer, die unter unseren Hunden natürlich weit verbreitet ist, vor allen Dingen unter großen und schweren Rassen und deren Mischungen. Für die Besitzer ist es natürlich immer eine ganz vernichtende Diagnose und ein Schock. Aber man muss nicht verzweifeln, denn auch hier gibt es Möglichkeiten und neue Erkenntnisse. Und die setzen vor allem beim jungen Hund an. Wir zeigen die Möglichkeiten am Beispiel einer jungen Retrieverhündin. Komm. Golden Retriever Lissy. Ein echtes Energiebündel. 20 Monate ist sie jung und gibt gerne richtig Gas. Doch seit einigen Wochen lahmt sie oder bleibt einfach stehen, weil sie Schmerzen hat. Eine Röntgenuntersuchung brachte die Diagnose. Lissy leidet an Hüftgelenksdysplasie. Ich habe immer gedacht, das ist so eine Krankheit, die in erster Linie Schäferhunde betrifft, die eben halt auch mit so abfallendem Rücken gezüchtet werden und vor allen Dingen große Tiere, also Hunde so dieser Rassen, die eben halt sehr schnell wachsen. Und die Lissy ist für einen Golden Retriever sehr klein, deshalb haben wir da überhaupt nichts erwartet in der Richtung. Hüftgelenksdysplasie, kurz HD, ist bei Hunden weit verbreitet. Tierarzt Dieter Müller aus Heinsberg hat sich auf die Behandlung von Hunden wie Lissy spezialisiert. Die Hüftgelenksdysplasie ist dadurch charakterisiert, dass der Oberschenkelkopf und die Hüftgelenkspfanne irgendwie nicht zusammenpassen. Es kann eine Fehlstellung sein der Hüftgelenkspfanne, es kann eine Fehlbildung sein des Oberschenkelkopfes, des Oberschenkelhalses. Das Gelenk ist instabil, leiert regelrecht aus. Unbehandelt entstehen dadurch Verwucherungen, sogenannte Arthrosen. Sie verursachen Schmerzen. Die Hunde lahmen extrem. HD ist kein Phänomen der Moderne. Schon Hippokrates beschrieb in der Antike die Fehlstellung der Hüfte. Heute weiß man, dabei handelt es sich um eine Erbkrankheit. Die Krux bei der ganzen Geschichte ist, dass wir nicht ein definiertes Gen haben, das wir dafür verantwortlich machen können, sondern es sind mehrere Gene, die einen Defekt aufweisen. Was für Defekte das genau sind und wo diese Gene sitzen, wissen wir heute noch gar nicht. Und die spielen zusammen und dann kann es dazu kommen, dass die Hüftgelenksdysplasie auftritt. Es muss nicht so sein. Treppensteigen oder Sport verursachen bei hüftkranken Hunden Schmerzen, aber sind niemals die Ursache für die HD. Am häufigsten betroffen sind große Hunde wie Neufundländer, Retriever oder Schäferhunde. Aber auch kleine Rassen und Mischlinge können an HD erkranken. Für die Besitzer meist ein Schock. Dabei lässt sich die Krankheit gut behandeln, wenn sie frühzeitig erkannt wird. Dr. Müller rät, schon Welpen zu röntgen. Nicht nur mit dem Standardverfahren, sondern mit dem sogenannten Stressverfahren. Dieser Patient ist ein halbes Jahr alt. In der Standardröntgenaufnahme, da sehen die Hüftgelenke hier eigentlich relativ passabel aus. Hier sehen wir jetzt das Bild des Junghundes in der sogenannten Stressröntgentechnik. Das heißt, wir ahmen die natürliche Belastung des Gelenkes in Bewegung und im Stand nach. Und man erkennt ganz deutlich, dass die Oberschenkelköpfe aus der Pfanne austreten auf beiden Seiten. Und genau das passiert, wenn der junge Hund läuft. Und das führt dann eben zu der Arthrosebildung. Das ist die Hüftgelenksdysplasie. Bei Hunden von 5 Monaten bis 2 Jahren kann man die Fehlstellung operativ korrigieren. Auch Lissys Familie hat sich dazu entschieden. Der Arzt durchtrennt dabei das Becken des Hundes an 3 Stellen und dreht die Hüftpfanne so weit, bis sie richtig über dem Oberschenkelhals sitzt. In dieser korrigierten Position wird der Knochen mit einer Platte verschraubt. So wächst das Becken dann wieder zusammen. Die Operation dauert rund 2 Stunden. Kostenpunkt 1.200 € für eine Seite, 2.000 € für beide Seiten. Man sieht auch direkt, wie jetzt schon, direkt nach der Operation, ohne Belastung, wie schön tief der Oberschenkelkopf von Lissy in der Pfanne jetzt sitzt. Nach unseren Erfahrungen, nach 2-3 Tagen, fängt der Hund schon sehr an zu belasten und läuft von Tag zu Tag besser. Nach 6 Wochen werden Lissys Knochen zusammengewachsen sein. Dann ist ihre Hüfte so belastbar wie ein gesundes Gelenk. Dass Welpen HD haben, ahnen selbst die Züchter häufig nicht. Denn die Hüften der Elterntiere können völlig gesund sein. Trotzdem haben sie den Gendefekt in sich und vererben ihn weiter. Das ist das Tückische an der Krankheit. Früherkennung erspart jahrelange Schmerzen.
Sind die Gelenke erst einmal verschlissen, hat eine Beckenkorrektur keinen Sinn mehr. Trotzdem können Tierärzte auch älteren Hunden helfen. Zum Beispiel durch künstliche Hüftgelenke. Die sind allerdings nicht so belastbar und verschleißen. Kostenpunkt 2.000 bis 4.000 Euro. Und auch Lissy darf kurz nach der Operation wieder nach Hause. Hält sie dann Pfötchen auf der Rückfahrt? Gut, dann machen wir das. In einigen Wochen wird sie wieder richtig Gas geben. Mit gesunder Hüfte. Ein Hundeleben lang.